Ja, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein neues Format für euch und zwar heißt das Smash or Pass. Sekus Art, wisst ihr, was ich meine? Und zwar habe ich hier zwei Personen dabei, könnt ihr euch mal kurz vorstellen? Sarah und Larissa. Sarah? Hallo, ich bin Sarah und ich bin 17 Jahre alt. Larissa, du? Ich bin Larissa und bin auch 17 Jahre alt und komme aus Hamburg. Stabil, auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und zwar, ihr wisst ja, um was es geht. Für die ganzen Leute, die das nicht wissen, ich habe jetzt sieben Jungs oben, ne? Ne, sorry, sechs Jungs oben und schon jeden einzelnen immer ran. Und ihr dürft entscheiden, also ihr sagt zum Beispiel am Anfang, ja, okay, ich will den kennenlernen oder ich will den nicht kennenlernen. Wenn ihr sagt, ich will den kennenlernen, dann darf er sich vorstellen. Aber wenn ihr sagt, ich will den nicht kennenlernen, ist er schon automatisch draußen. Und der muss seine Hobbys zeigen und wenn, ja, am Ende zum Beispiel, wenn ihr für zwei Personen entscheidet, dann gehen wir in einen extra Raum und dann könnt ihr entscheiden, wen ihr daten wollt. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Auf jeden Fall, dann holst du erst Cristiano ran. Auf jeden Fall, Bruder, wie geht's dir? Wie geht's dir, Bruder? Stell dich mal kurz vor, bitte. Stark auf jeden Fall. Stummschaltung, Wie geht's dir, Bruder? mir geht's gut, wie geht's dir? Auch sehr, sehr stark, Bruder. Auf jeden Fall, Sarah und Larissa, darf er sich vorstellen? Ja. Was? Ja. Okay, stell dich mal vor. Also ich bin 19, ich werde dieses Jahr 20. Ich spiele Fußball. Ich mache ab und zu Fitness, Krafttraining. Jetzt leider zu wegen Corona. Ich arbeite bei Mercedes. Bald fertig schon meine Ausbildung. Danach mal gucken, vielleicht studiere ich so in dieser Branche oder je nachdem, was kommt. Okay, Was so, wenn die Fragen anfangen, können die gerne Fragen stellen. Hast du irgendwelche Talente, die du vorzeigen willst? Talente, ich weiß nicht, also halt Hobbys, weißt du, Hobbys, Fußball spielen und so. Talente, also ich kann fünf Sprachen sprechen, so ich glaube, ich bin sprachbegabt, das glaube ich ein Talent, Kannst du mal zeigen, was für Sprachen du kannst? ja. Was soll ich sagen? Welche Also ich kann halt Sprache? Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch und ein bisschen Spanisch. Okay, Larissa wollte was sagen. Aus welchem Land kommst du? Und was denkst du? So rat mal. Italien. Ja, ist richtig. Sehr, sehr stark. Aus Bruder, Sizilien, sagt es dir was? du meinst doch eben, dass du trainierst. Kannst du vielleicht zeigen, ob du deinen Körper schon aufgebaut hast oder so? Wo ich meinen Körper aufgebaut habe. Ja, gut aufgebaut hast. Ja, ich bin dabei. Ich kann jetzt nicht T-Shirts und so alles ausziehen. Ich meine, ob du zeigen kannst, wie du trainierst oder sowas, damit die sich vielleicht angezogen fühlen oder sowas. Ja, Cousin, ich habe eine Hantel hier, wo ich manchmal so Arme und so trainiere, weil Mach Corona, mal Studio hat ja von der zu. Kamera. Was soll ich Hantel holen? Ja, das wäre wirklich. Also, ich glaube, Landes und Sarah, ihr werdet doch abgehen oder nicht? Stehen die auf trainierte Jungs? Frag mal. Steht ihr auf trainiert, Jungs? Kommt drauf Naja. an, also nicht jedem Ja. steht es. Ja. Also was heißt für Warte, trainiert? Sekunde, ich muss Kamera runter. Sixpack oder was trainiert am meisten bei einem Jungen? Nein, ich mag das. Also Sixpack finde ich nicht schlimm. Es sieht eigentlich auch, also bei den meisten schön aus, aber ich mag das mehr, wenn der Junge so ein kleines Bäuchlein hat. Oder sieht man mich? Ja. Cousin, was soll ich sagen? Weißt du, wenn ich Arme trainiere, komm, dann mache ich ein paar Übungen so. Aber es ist langweilig, ich schwöre. In Studios viel geiler. Oder guck mal, ne, weißt du, wenn ich Trizeps trainiere, Bruder, ich mache das nach hinten. Dann mache ich das so nach oben. Ich habe jetzt eh nichts zu tun. Corona, ich bin zu Hause, was soll ich machen? Auf jeden Fall, okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Sarah, jetzt kommen wir zu dir. Smash or Pass? Das ist voll schwer. Also, Was mit den anderen? Müssen die nicht zur Auswahl stehen? richtig nett drüber. Also, dieses 100%, mein Typ ist das nicht, aber er ist richtig nett. Das wird Pass sagen. Also Piss, ah, schade, Pass. Okay, Larissa, du? Also, er hat ein paar Pluspunkte bei mir gesammelt. Smash. Oh, stabil. Bruder, du hast ein Smash, also ich schreibe das hier auf. Christian hat ein Smash. Smash bedeutet weiter, oder was? Ja, genau. Christian Ja. hat Smash von Larissa.
Sehr, sehr stark, Bruder. Ich hole dich mal hoch, bleib aber drin. Also ich brauche dich später noch. Auf jeden Fall, jetzt holen wir Breso rein. Ne? Auf jeden Fall, Bruder, ich stelle dich mal. Also, ich meine, ihr könnt ihn ja alle gerade sehen, oder nicht? Wie bitte? Schau. Auf jeden Fall, Larissa, so darfst du dich vorstellen. Kann er kurz reden, damit ich ihn sehe nochmal? Preso, red mal bitte. Was? Ich hab grad nicht gehört, was sie gesagt hat. Tut mir leid, du kommst sehr nett rüber, aber okay. Okay, was sagst du, Sarah? Darf der Nett, vorstellen? nett, warte mal. Okay, egal, scheiße. Sarah, Smash. was? Smash. Perfekt, okay. Bro, dann darfst du dich vorstellen. Ari, warte, ich schicke diese Aussage nicht, ich komme nett rüber. Was habe ich gemacht, dass ich nett rüberkomme? Was passiert? Erstens das, zweitens, ich bin 19, wohne in Frankfurt. Soll ich sagen, ich werde 20. Ich komme mir so vor, als wäre ich ein Bewerbungsgespräch, ich meine es ernst. Ich habe einen guten Humor. Ich mache auch privat YouTube. Mache meine Fachrichtung Medienproduktion. Check den Alk auf jeden Fall auf YouTube ab. Denkst du das nicht? Das Wichtigste ist bei mir mein Humor. Das habe ich auf jeden Fall. Ich mache sehr gerne Menschen fertig, aber auf einer Humorebene. Und ja, ich glaube, deswegen mache ich auch Larissa gerne fertig. Aber wir machen es, lassen das bei Spaß, ne? Auf jeden Fall, Bruder, hast du irgendwelche Talente? Nein, Mann, ich bin richtig talentlos. Nein, ich koche. Ich koche sogar gerade. Yeah. Ich koche sehr gerne. Ich mache privat Fitness. Wenn ich mir das abkaufe, dann weiß ich auch nicht, in welchem Land ich lebe. Auf jeden Fall. Was mache ich noch? Ich habe damals beim Fußball gespielt, relativ erfolgreich, habe aufgehört. So, Videoschneiden, Hobby, gehört dazu. Okay, auf jeden Fall. Larissa, hast du dich vielleicht umentschieden? Vielleicht sagst du auch diesmal Smash? Also er kommt Schau. mir, Was? also er kommt mir sehr, sehr korrekt rüber, aber leider nicht mehr. Okay, Sarah, du? Smash or Pass? Nicht immer noch. Smash sehr stark auf jeden Fall. Sarah, Smash auf jeden Fall. Bruder, Preso bleibt drin. Ich brauche dich später noch. Auf jeden Fall stark. Also läuft sehr, sehr gut. Okay, tun wir Elias rein. Auf jeden Fall, Elias, Mach Bruder. erstmal Joss, Bruder, erstmal Joss. Nein, Bruder, ich muss das Reihe nachmachen, tut mir leid. Und zwar, Auf jeden Fall, was geht ab? Elias kommt MNS hier. warte, Bruder, warte, warte, Ja. warte, 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 warte. La Sarah und Larissa, darf der sich vorstellen? Ja. Okay, Bruder, jetzt darfst du dich vorstellen. Auf jeden Fall, ich wollte gar nicht so viel mit den heißen Brei reden. Ich bin Elias von MNS. Und ich sag euch, ich bin der beste Rapper in Deutschland. Wow, wartet ab, TikTok, wartet ab, ich will noch jeden auseinandernehmen. Zeig mal dein, zeig mal, Nein! zeig mal dein Talent. Warum ist der weg? Sieht auch Cool. weg. Er ist rausgegangen. Ja, warum ist er raus? Warte mal kurz. Ich glaube. Warte kurz. Einfach ist er rausgegangen. Das weiß ich nicht, warum. Verstehe ich nicht. Dann, warte, der schreibt mir gerade. Was schreibt der? Warte kurz, 2 Sekunden. Hast du mich gekickt? Nein. Komm rein. Ja, warum ist er rausgegangen? Verstehe ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall. Warten wir kurz 2 Sekunden. Puh, Alter, was ist das für ein Scheißdreck hier? War jetzt der wieder da. Sehr stark. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist jetzt wieder drin. Ich weiß gar nicht, warum der rausgeflogen ist. Auf jeden Fall, Bruder, jetzt. Ja, was passiert? Du bist einfach rausgeflogen, Bruder. Stell dich mal bitte von vorne vor. Ich bin Elias.MNS. Tatsächlich, ich werde dieses Jahr 20, wenn ich sehr jung aussehe und mich sehr kindisch benehme, ich weiß. Und ja, ich rap gerne in meiner Freizeit. Ich glaube, ich kriege zweimal Pässe, Bruder, wegen dieser komischen Aktion gerade. Okay, Bruder, ein wichtiger Punkt an dich. Kannst du mal dein Talent zeigen, dein Rappen? Also ich glaube, Sarah und Larissa wären auch dafür bereit, oder nicht? Ja. Kann ich machen, Bruder? Ja, gern. Der fang an, Bruder. Irgendein Freestyle, A cappella, irgendwas.
Ich mach Beat an. Das ist sogar auf Süßes angelehnt für die Mädels. Weil sonst, ich hab nur so komische Texte, wo ich beleidige und so. Warte. okay, hier. Das ist an meine Ex-Freundin gewidmet. Aber lange her, deswegen. Ey, ey, Werbung macht. Das ist, Gott. Okay, okay. Ist der Beat zu gut, zu laut, zu leise? Sehr gut. Gut, leiser machen. Bisschen leiser? Okay. Ey, deine Liebe tat so gut, aber anscheinend machte sie mich blind. Ich vertraue keinem mehr, außer meinem Spiegelbild. Ich wollte dich mal heiraten, aber wie, wenn du mich nur noch behandelst wie dein Leihwagen? Ich gebe dir 2 Tage, bis du mich vergessen hast. Ich frag mich, wie du einem anderen die Liebe versprechen kannst. Während du weißt, wie scheiße es mir geht, gehen wir beide unseren Weg. Ich bin allein unterwegs. Ich bin nicht mehr der Junge, den man einfach so verarschen kann. Jahrelang ist mir all der andere Kram mit dir zu nah gegangen. Warte mal, du siehst nach einem wahren Mann. Und ein paar Tage, da seid ihr einfach verdammt, warum nicht ich schon mit Kram an? Auch wenn ich mich verletze, weiß ich, unterstütze dich. Bei allem, was du machst, Hauptsache, du bist glücklich. Doch, ich weiß, ich hab was Besseres verdient. Nie mehr auf der Suche nach der Nächsten, die mich liebt. Ah, das war's, Bruder. Fem, die uns untergefallen hat. Boah, also ich sag euch ehrlich, ich will dazu nichts sagen. Ich sag einfach mal, Larissa, was sagst du? Smash or pass? Larissa, sag nichts Falsches. Also, der Text war echt sehr gut. Du hast echt sehr gut gehört. Du bist auch sehr sympathisch. Kommt aber dieses Aber. Smash. Okay. Was sagst du, Sarah? Ich weiß nicht, er kann, also was ich sagen kann, du kannst richtig gut rappen und der Text war auch richtig gut. Jetzt kommt aber dieses Aber. Aber ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, eher Pass sagen. Okay. Elias, bleib noch drin, Bruder, weil Glass gibt's richtig Stechen, Alter. Ey, jetzt holen wir auf jeden Fall meinen Kollegen, meine Ängsten, hier Breezy rein. Bruder, ich entstumm dich mal kurz. Was geht? Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Gut, sehr Bruder, danke dir. Auch haben du da, Bruder. Und zwar, ich glaube, ihr könnt den sehen. Also, darfst du dich vorstellen, Sarah und Larissa? Schön nichts. Also, bei mir ist schon Pass. Und Sarah, bei dir? Darfst du dich vorstellen? Bei mir auch Pass. Okay, dann geben wir trotzdem eine Chance. Und zwar, Breezy, Bruder. Wie heißt du? Ja. Wo kommst du? Zeig mal deine Talente, Bruder. Ich bin halt der Breezy, ich komme aus Frankfurt, man kennt mich so, teilweise von Videos. Und ja, ich habe mehrere Talente, was soll ich sagen, aber ein Talent ist halt so, ich kann halt im Jahr 10 Mal Urlaub machen, so. Was kann ich jetzt nicht vormachen? Was kannst du, Bruder? Ich kann es nicht vormachen, jetzt. Wie soll ich jetzt Urlaub machen? So, ich kann halt 10 Mal mehr Urlaub machen, so das Talent so. Stimmt, ja, darf. Was kann ich machen? Ich kann einen britischen Akzent perfekt nachmachen. Das kann ich. Mach mal kurz. Britischen Akzent? Englischen Akzent? Ja. Okay. Excuse me, can I have a Coke, please? Oh, you know, the water is quite cold, isn't it? Oh, I'm from Britain, are you? Das kann ich halt perfekt. Und ja, so Farid Bang-Stimme kann ich auch gut eigentlich. Mach mal, Bruder. Ja, Leute, hier ist der Farid Bang und wir machen heute eine Session natürlich mit dem letzten Seko hier. Was haben wir gelacht, gell? So. Oh, Allah, stark. Ich glaube, Larissa ist komplett verschwunden hier. Larissa, wo bist du? Ich glaube, die ist komplett weg. Mein Handy ist unterm Bett. Auf jeden Fall. Bruder, also Breezy, ich sag dir echt, wenn ich Mädchen wäre, ich würde sagen, direkt Smash. Also direkt ohne zu überlegen, würde ich direkt sagen, Smash. Minimum, muss doch sein, Digga. Das auf jeden Fall. Larissa, komm mal schnell rein. Ja, das gefallen. Weil sie hat ihr Handy an ihrem Bettgeländer angelehnt und es ist. Also so unprofessionell habe ich jetzt echt nicht erwartet, ne? Sag ich ehrlich. Aber auf jeden Fall, da fangen wir. Also, bitte Larissa, beeil dich, sonst weißt du. Und zwar Sarah, vielleicht gibst du ihm eine Chance. Vielleicht sagst du Smash oder vielleicht sagst du, nee, hat mich nicht so. Also das mit dem britischen Akzent hat mich sehr beeindruckt, weil. Meine Mutter ist ja selber Engländerin, also ich bin Halbengländerin. Okay, also es hat mich schon so beeindruckt, aber ich würde trotzdem eher sagen Pass. Auch wenn es sehr sympathisch war mit dem englischen, also mit dem britischen Akzent. Und so. Okay, was sagst du, Larissa? Also beeindruckt hat mich das schon, aber ich würde trotzdem Pass sagen. Schade auf jeden Fall, Bruder. Breezy, aber auf jeden Fall danke, dass du dabei warst. Ich weiß, dass du für mich gekommen bist und nicht, um dich hier zu präsentieren. Ich küsse dein Herz, Bruder.
Alles gut, Digga, alles gut. Ich küsse dein Herz, Bruder. Und dann hole ich nochmal hoch. Auf jeden Fall, dann machen wir bei Joss weiter. Joss, Bruder, komm runter. Was geht ab? Ja, bei dir? Auch, stark, stark. Okay, Larissa und Sarah, darf der sich vorstellen? Ja, kann er machen. Ja. Ihr wisst warum. Auf jeden Fall, ja, wir wollen das sagen. Auf jeden Fall, du darfst dich perfekt vorstellen. Stell dich mal bitte vor. Ja, ich bin der Joe, bin aus Frankfurt. Auch, mach nebenbei YouTube. Bin Kongolese, Franzose. Nein, ich bin keine 2 Meter. An alle Leute, die denken, dass ich 2 Meter bin. Nein, ich bin keine 2 Meter. Ich bin 1,80. Und Hobbys, Fußball. Bin zurzeit sehr oft mit meinem kleinen Bruder unterwegs. Der ist 1 Jahr alt jetzt. Und Was sind dein Talente, Bruder? Was? Ja, wie gesagt, Talente, Fußball, Kochen. Bruder, ich bin ein Mensch, wenn ich koche, Bruder, ich brauche meine Musik, Bruder. Ich singe auch gerne so mit meiner Mutter und meiner Schwester zusammen. Ja, so Partymensch bin ich auch ein bisschen, aber ich bin eher so auch ein bisschen Familienmensch, so. Wie soll ich es erklären? So, ich bin für meine Mutter wie der Papa, so, weißt du? So, ja. Für meine kleinen Geschwister und so, die ist das, so. Kennst du ja. So, ja. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Okay. Sarah. Jetzt kommen wir zu dir. Smash. Sehr stark. Joe Joss bei dir läuft krass. Warte, Sarah. Okay, was sagst du, Larissa? Pass. Aber ihr wisst, ich weiß, dass ihr extra dieses Smash or Pass immer abwechselnd macht, damit, weil Freundinnen und so, ihr könnt auch zusammen Smash sagen, weil das eigentlich... Nein. Okay. Joss, Larissa und ich... Was? Larissa und ich... Wir brauchen uns nicht abwechseln. Wir können Gedanken, das ist so Teleportation. Okay. Wir kennen unseren Geschmack. Das ist sehr, sehr stark auf jeden Fall, weil jetzt hole ich auf jeden Fall Cristiano und Elias rein. Weil Cristiano und Elias haben sich für, Sarah, auf jeden Fall, Larissa hat sich für Cristiano und Elias entschieden. Und jetzt müssen sie sich betteln. Zum Beispiel, was kann Elias, was Cristiano nicht kann, was kann Cristiano, was Elias nicht kann? Dann darf sich. Wir sollen uns betteln, sagt man. Nicht this battle, Bruder. Also was erwartet Larissa am meisten von einem Typen? Ich sag dir, wie es ist, Larissa. Was heißt betteln, Larissa, Bruder? Ich sag dir, wie es ist. Ich bin Italiener, ich mach die besten Pizzen, komm zu mir. Ich bin auch Italiener. Ich kann auch sagen, ich bin ein kleiner Junge. Ich als Frau würde auch den Cristiano. Hallo? Ist dein Herz, okay. Der ist viel zu hoch. Ja, ich bin auch nicht breit, ich mache keinen Sport. Ich bin zu Hause viel, gucke Netflix. Ja. Ey, hat die gesagt, die ist auch Italienerin? Ja. Stabil, woher? Aus Turin. Aus Turin? Oha, ich komme ganz aus dem Süden, Sizilien. Auf jeden Fall, Larissa, jetzt kommen wir zu dir. Was sagst du über die, also sag nicht, wen du genommen, also nehmen willst, sag nur, jetzt kommen wir zu Elias. Wie empfindest du Elias? Also er ist lass mich raten, sie wird jetzt süß sagen. Warte, chill, Bruder, chill, lass mich mal bitte aussprechen. Er ist süß, er ist sympathisch, er ist lustig, ja. Und okay, jetzt kommen wir zu Cristiano. Wie empfindest du Cristiano? Er ist korrekt, auch sympathisch, attraktiv und ja. Danke. Auf jeden Fall. Okay, jetzt darfst du dich entscheiden. Willst du Elias kennenlernen oder willst du Cristiano kennenlernen? Entscheid dich weise. Cristiano. Willst du Cristiano kennenlernen? Okay, das finde ich sehr, sehr stark. Das finde ich sehr. Also ihr könnt euch danach auch absprechen, Instagram geben. Okay, dann hole ich auf jeden Fall Elias und Cristiano hoch. Ich küsse euer Herzen und hole auf jeden Fall jetzt Sarah runter. Larissa bleibt auch noch drin. Sarah, jetzt komm runter. Und Sarah hat sich entschieden für Preso. Preso, komm runter, Bruderherz. Und hat sich entschieden für Joss. Das wird auch ein kranker Begriff. Boah, das wird krass. Ehrlich, okay. Ein Türke und ein Afrikaner. Ein Türke und ein... der Behaarte und der Kirre.
Preso und Joss, ihr kennt dieses Prinzip. Was kann Preso, was Joss nicht kann, was kann Joss, was Preso nicht kann? Oder Joss, sag, was du willst. Ich kann dir. So, mit Herz. Spaß. Was, du, was soll ich sagen? Der hat die gleichen Interessen wie ich, der Joss. Der ist genau wie ich, nur in einer anderen Hautfarbe. Okay. Boah, ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, ich bin nicht mit denen so. Ich sag dir ehrlich, wir sind beide gute Menschen. Die zwei Mädels sind auch gute Menschen. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber ich sag dir so, was ich sagen kann, Preso ist, hat einen guten Bauch und ich habe einen kleinen Bäuchlein. Ah. Ich habe einen guten Bauch? Ja, du hast einen guten Bauch. Ich bin fett, Mutter. Ich bin richtig fett, Digga. Du hast einen guten Bauch. Hast du genau? Hast du genau? Zeig mal. Wie fettig geworden bin, Digga. Was ist das? Sarah, was erwartest du von einem Jungen, also was muss ein Junge haben, damit der dich beeindrucken kann? Ausstrahlung, also ein richtig schönes Lächeln. Jetzt kommen wir jetzt von mir. Ich lächle jetzt aus, Prinzip nicht. Aber das ist voll schwer, weil die können beide kochen und ich liebe es. Aber du musst dich für eins von den beiden entscheiden. Oder willst du zwei haben? Oder Joseph, nicht mal Schnick, Schnack, Schnuck, anders. Das geht auch nicht, Bro, das geht auch nicht. Also Sarah muss entscheiden, für wen sie sich, also Sarah muss sich für zwei von den beiden entscheiden. Ja. Eins von den beiden entscheiden. Dein Deutsch war gerade echt Sacha Burak. Ich habe Burak-Syndrom. Sarah, sag mal bitte. Das fand ich irgendwie, das fand ich voll süß, dass er gesagt, also dass er gesagt hat, dass er also ein Familienmensch ist, und das finde ich auch voll schön. Ich glaube, ich würde... Ich hast du meine Familie? Ich würde dick wegboxen. Natürlich, das ist für mich selbstverständlich, deswegen sage ich das nicht, aber nur mal so zu Ende. Wie wird der Name ausgesprochen? Josh? Joe. Ja, ich würde Joe entscheiden. Ja. Okay, dann danke schön, dass ihr auch beide mitgemacht habt. Also Joes und ihr wisst Bescheid, ihr könnt euch auch am Ende des Tages abchecken. Und jetzt hole ich wieder Larissa runter. Und zwar, Leute, ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Wenn es euch gefallen hat, natürlich, also checkt die Leute auch auf Instagram, aber unten in der Videobeschreibung könnt ihr das auch abchecken. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und merkt euch eine Sache, bei 50.000 Abonnenten kommt was krass auf euch zu, merkt euch das, deswegen abonniert. Bombardiert diese Abos voll. Und zwar, wollt ihr noch was sagen? Okay, dann nicht. Abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.